Herzlich willkommen bei Veganzeit. Herzlich willkommen bei Garzeit mit Brian. Und ich habe wieder die wunderschöne Fernanda dabei. Hola. ¿Qué tal? Und wir machen heute eine vegane Entenbrust. Richtig. Ja, also ich bin ja fast hinten rübergefallen. Ich sage, wir machen heute Ente. Ich dachte, lecker. Vegarzeit heute. Bei der Vegarzeit. Und du kommst mit der Entenbrust an und stellst mir das hin. Bin total gespannt. Rotkohl habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Mhm. Erzähl mal kurz, was du machen möchtest. Gans, also die Vegan-Gans diesmal. Mit Rotkohl, mit Maronen und ja, ein bisschen Bratensauce und das war's. Okay, und das Ganze im Ofen? Im gegart. Ofen, ja. Okay, cool. Da es jetzt für mich auch neu ist heute, ich experimentiere damit ein bisschen. Ich werde es dann in eine Pfanne anbraten. Ich mache da dazu noch traditionelle dänische süße Kartoffeln. Dann lass uns loslegen. Ja, ich bin so gespannt. Ich das auch. Ist wirklich eine ganz neue Geschichte heute. Aber du isst nur vegetarisch oder vegan? Ich bin kein Vegetarier. Ich habe irgendwann wirklich angefangen, auf Fleisch zu verzichten, komplett. Auf alles, was Pfoten hatte. Und ich esse noch alles, was eine Flosse hat. Oder auch manchmal sowas wie Tintenfische mag ich auch sehr gerne. Mein Wunsch ist es irgendwann, das auch nicht mehr zu essen. Aber ich bin auf dem besten Wege. Ich habe schon mal den Zucker aufgesetzt, was ich gleich benutze für die Kartoffeln. Die Kartoffeln habe ich vorgekocht schon. Kleine Kartoffeln sind super. Gibt es auch im Glas. Ja, ist auch wirklich super dafür. Nur wir haben die jetzt gekocht, abkühlen lassen. Und da werden die gleich mit dem Zucker und der Butter so mal 20 Minuten karamellisiert. Ich bin hiermit echt gespannt. Ich nehme dir zwei Stücke weg. Hier gleich in meine Pfanne. Ich bin echt so dankbar, dass du dich hier auf dieses Experiment einlässt mit mir, verrücktes Huhn. ja, verrücktes Huhn. Also ich finde, das sieht im rohen Zustand auf jeden Fall schon mal besser das sieht als, super aus. Als echte Gans. Während deins langsam da drin rumschmort, ich habe mir jetzt überlegt, ich mache jetzt eine Soße, ja, wo wir quasi die Entenbrust reinpacke aus Datteln und mit Walnüssen. Wir werden ein bisschen Orange dazu packen, glaube ich. Und Rotkohl ist ja schon fertig. Das schmelzt hier gerade wie Butter gleich. Also ich warte eigentlich nur noch auf Hitze. Und du reibst, was machst du in der Marinade jetzt? Ne? Ich mache jetzt eine Marinade mit dem Soßenbinder, Apfel, Knoblauchzehen und dann so Olivenöl, Rosmarin, Salz, Pfeffer. Hier schmelzt schon mal der Zucker. Und hier ist auch lieber ein bisschen Zeit lassen, ne, dass es nicht bei zu hoher Hitze zu schnell, weil das verbrennt ihr dann nachher. Mhm. Wie hoch hast du? Oh, ich habe es ungefähr auf mittlere Stufe jetzt. Das kommt dann auch, weil diese Töpfe hier so super sind. Die schöne gleichmäßige Wärme. Ist es genug oder zu wenig, zu viel? Nee, das kannst du. Das ist ja für die Soße, ne? Ja. Genau, das musst du mit Wasser auffüllen. Ja. 200 Milliliter. Und daraus die Soße rühren. Mit der Marinade dann nachher. Okay. Haben wir einen Messbecher hier? Nee, aber wenn du deine Cola austrinkst, die kleinen Cola, 200 Milliliter, kannst du das perfekt benutzen dazu. Also mit der Butter, den Zucker habe ich ja geschmolzen und jetzt habe ich den Butter dazu getan. Ja, und die lassen wir jetzt schön miteinander einmal vermischen und dann kommen die Kartoffeln da rein und die lassen wir dann da drinnen richtig schön ziehen jetzt gleich. Was hast du jetzt noch? Du hast jetzt Öl dazugegeben. Öl, Rosmarin, jetzt gebe ich wieder Pfeffer. Da kommt wieder das Pfeffer. Salt and Pepper hier. Ordentlich Knoblauch auf jeden Fall. Ist ein bisschen da. Viel, ne? Sehr dominant der Knoblauch. Ja. Was kann ich da noch reintun? Hast du ein bisschen Schärfe drin? Ich habe gerade wieder Pfeffer reingetan. Ich habe hier so ein cooles Gewürz.
Guck mal, ich habe die beiden Zehen noch extra außen gelassen. Ein bisschen Kurkuma. Das riecht auch so ähnlich. Genau. Vielleicht willst du davon mal, das kannst du gerne mal ein kleines bisschen reinpacken. Das wird es vielleicht so ein klein bisschen Pep geben. Noch. So? Ja. Und hier ist jetzt die Kartoffeln, wenn die drin sind. Und so wie jetzt, das muss einfach, braucht Zeit. Das kann man bei kleiner Temperatur locker, wenn man es richtig geil machen möchte, eine Stunde ziehen lassen. Echt? Ja, wirklich. Das kannst du lange bevor deine Gäste kommen einfach aufsetzen. Und ach, richtig probieren, die Soße. Du kannst gerne probieren, ja. Aber es ist nichts anderes als Butter und Zucker jetzt. Ein bisschen Salz kommt noch am Ende dazu, oder das war's dann. Aber schmeckt lecker. Jetzt soll ich das so rüberpinseln? Bestreichen. Okay. Genau. Du willst jetzt nochmal die Nüsse karamellisieren. Genau. Willst du hier von meiner Karamellsoße einfach haben? Ja, wenn du sie über hast. Warte mal, hier ist noch ein Öhrchen. Bitte? Das ist noch ein Öhrchen, genau. Dann gebe ich dir das an, dann geht's auch schneller. Ja, geil. Butter und Zucker. Butter und reichlich Zucker. Reichlich Zucker. Warte mal, ich hab und hier. Viel Butter. Soll ich dir deine Ente aus dem Ofen nehmen? Ja. Es riecht gut, es sieht aussehen, weiß ich nicht. Gebe ich mal 2 Punkte, oder? Tada. Jetzt kommt der ultimative Test. Ich kann daran überhaupt nichts Gutes empfinden. Ich finde, das schmeckt ganz, ganz schlimm. Wirklich. Ich weiß nicht, warum man sowas macht. Warte mal, ich probieren. Also alles drumherum ist super, Kartoffeln liebe ich, aber ich weiß nicht, warum man versucht, eine Ente vegan zu machen. Das einzige Vegane an einer Ente ist das ganze Gras, was er sonst auch immer isst. So sollte das definitiv auch bleiben. Also das schmeckt überhaupt nicht. Ganz, ganz schlimm. Ich bin bei dir. Also, Ente gut, dann ist alles gut. Ja. ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, wieder zuzuschauen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich danke dir, dass du dich auf das Experiment eingelassen hast. Das war definitiv ein Experiment. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen dicken Daumen hoch unten. Das Rezept, wie ihr das kocht, das kriegt ihr nicht. Aber ja, das Rezept, wie man diese geilen Kartoffeln macht, musst du denen geben. Das könnt ihr. Also unten im Link findet ihr bei garzeit.com, findet ihr, wie wir die Marinade und das ganze tolle Gemüse, den Rotkohl, die Kartoffeln, das könnt ihr alles da nachkochen. Klappt auch bei der echten Ente dann, ne? Aber tolles Experiment. Hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank, schön, dass du hier warst. Ja.